Ja, was ich hier mache, ist längst zu einem Volkssport geworden. Herzlich willkommen. Fitness, Körperkult, Ernährung, Schönheit. Heute scheint sich fast alles um unseren Körper zu drehen. Ja, unser Körper ist zum Kunstwerk geworden. Das zumindest behauptet mein heutiger Gast. Jörg Scheller ist Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und praktizierender Experte für Heavy-Metal-Musik, ebenso wie für Bodybuilding. Herzlich willkommen, Herr Scheller. Freue mich, da zu sein. Ja, das hier ist für Sie wahrscheinlich ein Kinderspiel. Das ist auf alle Fälle ein Alltagsgegenstand, mit dem ich häufiger in Berührung komme. Mit 5 Kilogramm? 5 Kilogramm ist auf alle Fälle ein Gewicht, mit dem man sich gut aufwärmen kann. Was machen Sie damit? Naja, man könnte damit zum Beispiel die Schultern ein bisschen aufwärmen, Seitheben machen. Man könnte die Rotatorenmanschette damit ein bisschen stimulieren. Und man könnte damit den oberen Rückenmuskel auch durchaus funktional bearbeiten. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Man hört und sieht schon, Sie sind öfters im Fitnessstudio, 4-mal die Woche. Wie das aussieht, schauen wir uns ganz kurz an. Ja, ziemlich eindrücklich für mich. Warum tun Sie sich das an? Naja, für einen echten Bodybuilder wäre das nicht wirklich eindrücklich. Für einen Kunsthistoriker ist es vielleicht ganz okay. Bei den Bodybuildern geht es natürlich um sehr viel mehr. Warum ich mir das antue, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Bei mir war es so, dass ich im Alter von 14, 15 Jahren von einem Physiotherapeuten ins Fitnesscenter geschickt wurde. Und eigentlich aus dem Grund, dass ich eine Haltungsschwäche hatte. Und im Fitnesscenter begegnete ich Menschen, die mich fasziniert haben. Das waren aber nicht die Fitnesssportler, sondern das waren die Bodybuilder. Und diese Faszination, die hat eigentlich bis heute angehalten. Wie groß ist das Suchtpotenzial? Das Suchtpotenzial ist wie bei sehr vielen anderen Tätigkeiten groß. Also ein Suchtpotenzial sehe ich auch in der Kunstgeschichte. Die lässt mich auch nicht los. Ich lese, wenn Sie so wollen, ständig kunsthistorische Bücher, könnte das als eine Form von Sucht bezeichnen. Ich glaube, Suchtpotenzial hat man ja überall, wo man also ein Wachstumspotenzial sieht, etwas, was mit Intensität zu tun hat, auch was mit Ritualen zu tun hat. Insofern, das Suchtpotenzial ist absolut gegeben, aber es ist absolut nicht zwingend. Aber viele, immer mehr Menschen machen es Ihnen nach, tun es Ihnen gleich, gehen ins Fitnessstudio. Fitness, Körpertraining ist zu einem Megatrend unserer Zeit geworden. Was suchen all die Menschen da im Fitnessstudio? Ich kann als Kunsthistoriker natürlich keine psychologische Begründung geben. Als Historiker muss ich erst mal sagen, es ist nichts Neues. Das beginnt im 19. Jahrhundert, ist eine Folge von Urbanisierung, von Industrialisierung, ist eine Folge davon, dass Menschen vermehrt sitzende Tätigkeiten ausüben und dann eine Kompensation brauchen. Und da legen Ärzte, wie zum Beispiel Gustav Zander schon in den 1870er Jahren los, kreieren Maschinen, um den Körper wieder in Form zu bringen. Und eigentlich so seit dieser Zeit, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, boomt Fitness und Bodybuilding kam dann noch dazu, auch schon seit ca. 1900 mit Arnold Schwarzenegger, Jane Fonda und so weiter, gab es dann einen Massentrend seit der Nachkriegszeit. Also wir sprechen hier von einem sehr, sehr langen Zeitraum und von nichts, was sich erst gestern oder vorgestern ereignet hätte. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass dieser Fitnesstrend heute so etwas wie religiöse Züge hat. Also der Gang ins Gym, ins Fitnessstudio ist für viele vergleichbar mit dem Gang in eine Kirche, wo sie sich irgendwie die Rituale finden und so weiter. Ist das eine Art Ersatzreligion für viele auch geworden?
Ich würde es nicht Ersatzreligion nennen. Da gibt es kein transzendentes Wesen, zu dem man betet oder einen Sinnhorizont jenseits dieser Welt. Aber strukturell ähnelt das Gym tatsächlich einer Kirche. Es ist erstmal ein Ort, der streng geordnet ist. Also es ist ein Ort, in dem ich mich orientieren kann. Wenn ich irgendwo auf der Welt in eine katholische Kirche gehe, dann weiß ich ungefähr, wie ich mich dort zurechtfinde. Ich kann ungefähr identifizieren, welche Elemente wo zu finden sind. Mit dem Gym verhält es sich ganz ähnlich. Ich kann überall auf der Welt in ein Gym gehen. Und ich werde immer ungefähr wissen, aha, mit dieser Maschine kann ich den Bizeps bearbeiten, mit dieser Maschine kann ich den Trizeps bearbeiten und so weiter. Das Gym ist ein Ort, das man mit dem Begriff des Philosophen Michel Foucault vielleicht als Heterotopie bezeichnen könnte. Es ist ein Ort, der aus der üblichen Ordnung ausbricht. Ein Ort, in dem tatsächlich eine Ordnung herrscht, die wir anderswo nicht mehr finden. Also viele Menschen empfinden ihr Leben als chaotisch, als reizüberflutet, als sehr komplex. Das Gym verspricht eigentlich eine Form von ganz strenger, wenn Sie so wollen, maschineller Ordnung und ist damit ein Raum, der tatsächlich einen Gegenraum zu den üblichen Räumen, in denen wir uns bewegen, darstellt. Mhm. Und das ist etwas, was tatsächlich vielleicht mit einem religiösen Raum vergleichbar wäre, nicht zuletzt auch mit Blick auf die streng ritualisierten Tätigkeiten dort. Ich kann im Gym ganz kontrolliert, diszipliniert, ritualisiert an mir arbeiten. Niemand redet mir rein. Da gibt es quasi kein Chaos, kaum Kontingenz. Und auch das ist etwas, was vielen Menschen, glaube ich, fehlt, ja, was sie in anderen Orten vermissen. Und das kann man im Gym tatsächlich erreichen. Mhm. Aber man macht ja da keine spirituellen, geistigen Übungen, sondern körperliche. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass es im Gym eigentlich nicht um den Körper geht. Es geht nicht um das Fleisch, es geht nicht um die Materie. Um was es im Gym geht und in vielen Formen von Fitness, Bodybuilding, anderen körperzentrierten Praktiken, ist die Form. Es geht ja darum, in Form zu sein. Also wenn Sie so wollen, geht es sogar um etwas sehr Religiöses, nämlich um eine Form der eigentlich Überwindung oder Disziplinierung des Fleisches. Hm. Also ich sage das im wertneutralen Sinne nicht, dass ich das gut finde. Ich persönlich liebe ja auch das Absurde, ein bisschen Abseitige am Bodybuilding. Aber tatsächlich ist das Ganze ja keine Feier dieses gegebenen Körpers, also dieses Fleisches in dem und mit dem wir da erleben, sondern es geht tatsächlich darum, eigentlich jeden Zentimeter des Körpers zu formen. Und die Form im philosophischen Sinne ist ja das Geistige. Die Form ist das, was der Idee und dem Ideal am nächsten kommt im materiellen Leben. Insofern könnte man sagen, Bodybuilder sind eigentlich durch und durch vergeistigte Wesen. Sehr schön. Und sowas wie Künstler auch, könnte man sagen. Also wie ein Bildhauer, der an sich arbeitet, an seinem Erscheinungsbild. Ja. Also ich würde sagen, dass Bodybuilder tatsächlich, ob sie das explizit so sagen und so empfinden und so meinen oder nicht, Künstler sind, zumindest Bildhauer sind. Denn sie arbeiten ja am Körper wie an einer Statue. Und das hat Arnold Schwarzenegger in den 1970er Jahren auch selbst gesagt. Also er arbeite an sich, als sei er eine Statue, als sei er ein Bildhauer. Mhm. Und das ist eigentlich eine neuzeitliche Idee. Das ist eine Idee der Renaissance, die so um 1500 entsteht, ganz prominent bei Pico della Mirandola, italienischen Renaissance-Philosophen, der in seiner Rede über die Würde des Menschen sagt, der Mensch steht eigentlich in der Mitte der Schöpfung, ist ein unbestimmtes Wesen. Zwischen Gott und Tier. Zwischen Gott und Tier. Er kann in alle Richtungen gehen. Und das ist der Grund, warum Menschen frei sind. Weil sie frei sind, beginnen sie an sich zu arbeiten. Jetzt kann man ein bisschen grob sagen, so in der Vormoderne wurde diese Arbeit eher religiös, geistig aufgefasst. Da ging es um die moralische, ethische Veredelung. In der zunehmend materialistischen Moderne verlagert sich diese Arbeit eben auch auf den Körper. Mhm. Und insofern ist Bodybuilding tatsächlich so etwas wie eine Kunst eigentlich der Selbstformung, als eine Kunst, sich selbst nicht als
etwas Gegebenes zu begreifen, sondern sich zu transformieren. Jetzt kann man wunderbar darüber streiten, ob das originell ist, ob das sinnvoll ist, ob das schön ist, etc. Aber ganz nüchtern betrachtet ist es eine Kunst der Selbstformung, die manche als wichtig und richtig empfinden und von denen andere sagen, um Gottes Willen kann man die Energien denn nicht sinnvoller verwenden. Mhm. Aber es ist schon beachtlich, dass sich so vieles heutzutage eben, auch wenn es Optimierung ist, jetzt um den Körper dreht. Auch der ganze Ernährungshype, die Körperpflege, Schönheit und so weiter. Wir sind so sehr fixiert auf diesen Körper. Warum ist das so? Weil wir es nicht sein müssten. Also vielleicht ist es mit dem Körper ja tatsächlich wie mit der Kunst. Die Kunst hatte in der Vormoderne relativ klare Funktionen. Man hat sie gebraucht zur Unterweisung, zu Propagandazwecken, zur Verklärung des Fürsten, zur Ausstattung von Kirchen. Um 1800 bricht es langsam weg und die Kunst ist eigentlich frei. Das heißt, sie kann alles Mögliche sein, aber sie wird im eigentlichen Sinne nicht mehr wirklich gebraucht. Jetzt brauchen wir natürlich unsere Körper weiterhin, um zu leben, das ist ganz klar. Aber wir brauchen sie eigentlich nicht mehr für die physische Arbeit. Mhm. Ja, wir sitzen hier an diesem Tisch und so verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Wir sprechen über den Körper, wir tippen irgendwelche lustigen Worte in Computer ein. Aber der Körper hat eigentlich diese Notwendigkeit als Arbeitsinstrument verloren. Und das heißt, weil er nicht mehr in diese Zwecklogiken eingebunden ist, in denen er früher eingebunden war, können wir ihn zunehmend für ästhetische Zwecke benutzen. Ja? Also, weil er nicht mehr diese klare Funktionalität hat. Und das, finde ich, ist eigentlich eine relativ logische Konsequenz der Modernisierung und der Entkörperlichung. Auf die Entkörperlichungsprozesse der Moderne reagieren wir durch Verkörperungsprozesse. Wir arbeiten mit dem Körper, wir inszenieren den Körper, wir präsentieren den Körper, weil wir ihn nicht mehr in der Fabrik verschleißen, weil wir ihn nicht mehr auf dem Feld verschleißen. Also so eine Kompensation, eine Gegenbewegung gegen einen gesellschaftlichen Trend der Moderne. Das könnte man vielleicht auch so deuten, dass man sagt, heute leben wir in einer Welt, wo wir sehr wenig kontrollieren können, in einer komplexen Welt, wo wir nichts mehr wirklich bewirken können. Zumindest sehen wir nicht, was wir bewirken. Und beim Körper ist das noch ganz anders. Ja. Da können wir noch genau steuern und durch Ernährung, durch Krafttraining sehen, was wir bewirken mit unseren Handlungen. Ja, also dem würde ich sehr zustimmen. Ich glaube, der Körper ist sozusagen das letzte Residuum, wo wir noch irgendwo Kontrolle haben. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum Menschen ins Gym gehen. Wenn ich im Gym an mir arbeite, dann arbeite ich an mir. Da arbeitet niemand sonst. Und wenn ich einen Erfolg verzeichne, wenn der Bizeps wächst, dann weiß ich, das habe ich erreicht, nicht Person X, nicht Person Y, sondern das ist quasi mein Werk. Es ist anders im Teamsport, es ist anders im Mannschaftssport, wo ich eingebunden bin, eben auch in so eine komplexe Konstellation, wo der Zufall eine sehr große Rolle spielt. All das habe ich im Gym nicht. Mhm. Und insofern haben wir auch da wieder diesen religiösen Aspekt. Religion war ja immer ein Versuch, ein bisschen quasi Zufälligkeit aus der Welt heraus zu interpretieren. Da gibt es eben einen Plan, da gibt es einen Gott, da gibt es einen Sinn. Nicht nur einfach Kontingenz, Zufall. Mhm, ja. Und insofern, absolut. Könnte man so weit gehen und sagen, Körpertraining ist eine Ersatzhandlung. Man möchte eigentlich die Welt verändern, etwas bewirken, aber stattdessen geht man ins Gym. Ja, ich möchte mal die Statistik sehen, die beweist, dass Menschen, die ins Gym gehen, weniger die Welt verändern, weniger Aktivismus betreiben, weniger, ich weiß nicht was, Unternehmen gründen. Ich glaube, die Rechnung geht nicht ganz auf. Das ist auch so ein massenmediales Narrativ, also Training, Gym-Life, das ist eine Form von Eskapismus. Man muss genau also hinschauen. Von Flucht, Weltflucht. Von Flucht, ja. Und das glaube ich nicht. Also ich sehr viel Zeit in Gyms verbracht, in sehr vielen Ländern. Ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen in Gyms kennengelernt. Quer durch alle Gesellschaftsschichten. Okay. Wenn Sie in Zürich ins David Gym in Schlieren gehen, dann treffen Sie da den Millionär.
Und sie treffen Auszubildende, sie treffen Menschen aus dem Prekariat und sie treffen Migranten, Postmigranten, alteingesessene Schweizer. Also das ist tatsächlich ein sehr breites Spektrum, das man dort vorfindet. Und die Leute kommen mit unterschiedlichen Motivationen. Und bei manchen geht es zum Beispiel darum, tatsächlich ausdauernder, belastbarer zu werden für eine bestimmte Tätigkeit, die eben nichts mit dem Gym zu tun hat, die nichts mit Fitness, Bodybuilding zu tun hat. Während es andere gibt, bei denen Bodybuilding und Fitness tatsächlich Selbstzweck sind. Und in diesen Menschen sehe ich dann durchaus so Nachfahren von Künstlern, die sagen, ich mache Kunst um der Kunst willen. La polar. Geht es auch so ein bisschen um eine innere Stärkung vielleicht bei manchen, dass man sagt irgendwie, man kompensiert eine innere Schwäche durch diese äußere Stärke. Es ist eine Steigerung des Selbstwertgefühls. Gibt es diesen Effekt? Ja, absolut. Ich finde nur, diese innere Schwäche ist ja eigentlich der Normalzustand. Also Menschen, die nicht sehen, dass wir alle schwache Wesen sind, dass wir verletzliche Wesen sind, dass wir fehlerhafte Wesen sind, die haben, finde ich, ganz grundsätzlich ein Problem. Insofern, natürlich, man reagiert auf eine Form von Defizitempfinden in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, und versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Und da sehe ich quasi Krafttraining, Kraftsport, Fitness, Bodybuilding als einen Weg unter vielen, das zu tun. Ihr könnt natürlich auch Professor werden für Astrophysik. Auch das wird Ihr Selbstwertgefühl heben. Auch das wird Ihnen einen neuen Status geben. Oder Sie können ins Gym gehen und Sie können sich den Monumentalbizeps antrainieren. Ja. Da gehen, wie gesagt, die Haltungen auseinander, was jetzt wichtiger und richtiger ist. Arnold Schwarzenegger hat immer betont, dass das, was er im Gym gelernt hat, beim Bodybuilding, beim Trainieren, auf andere Lebensbereiche übertragen konnte. Und das ist, glaube ich, etwas, da trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Natürlich kann ich im Gym versauern und ich kann mich da zurückziehen und das wirklich eskapistisch machen. Oder ich kann im Gym lernen, ich kann versuchen, das, was ich dort erfahren habe, zu transferieren in andere Lebensbereiche. Also mir zum Beispiel hat durch diese Monotonie, das Ritualisierte im Gym, geholfen, konzentriert und ausdauernd zu schreiben. Ich kann mich hinsetzen und ich schreibe 2 Stunden. Ich mache das einfach. Ich denke nicht, ich könnte was anderes machen, sondern so, wie ich ein Trainingsprogramm im Gym absolviere, schreibe ich dann auch mal einen Text. Sie haben ganz viel geschrieben, unter anderem ein Buch, Ihre Promotion, Ihre Doktorarbeit über Arnold Schwarzenegger. Sie haben jetzt gesagt, das kann man übertragen, was man da lernt im Gym. Ist es oft auch so, dass es wie ein Qualitätssiegel ist oder ein Statussymbol, ein trainierter Körper, dass man zeigt, man hat Disziplin, man kann an sich arbeiten, man ist belastbar? Ja, absolut. Also das ist ganz stark geworden, in paradoxer Weise eigentlich in diesen entkörperlichten Zeiten, in denen wir eigentlich leben, wenn man sich die Industrie, die Arbeitsverhältnisse anschaut. Tatsächlich ist der Körper heute ein Statussymbol. Also mit dem man ausweist, ja, ich achte auf meine Gesundheit, ja, ich bin belastbar, ja, ich bin diszipliniert. Eine Form von Kommunikation. Absolut, genau. Und das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Weil das ist etwas, das ist für mich so ein Körperspießertum. Das hat mich nie interessiert und deswegen haben mich ja im Fitnesscenter die Bodybuilder beeindruckt. Ja. Es gab im Fitnesscenter, als ich da mit 15 Jahren zum ersten Mal war, gab es grob 2 Fraktionen. Es gab so die Sport-Gesundheitsfraktion, die eben fitter, belastbarer, schlanker, ausdauernder, gesünder und so weiter werden wollte. Und es gab diese für einen Jugendlichen wie mich damals eben sehr eigentlich unheimlich und verstörend wirkenden Bodybuilder. Und bei den Bodybuildern geht es eben nicht um Gesundheit. Da geht es eben nicht darum, so ein schöner, neoliberaler, flexibler Mensch zu werden, sondern die trainieren sich Körper an, die eigentlich absurd sind. Das sind eigentlich absurde Körper. Können sich kaum noch bewegen. Ja, also das schränkt ein, dieser Körper. Man hat mit diesem Körper außerhalb der Bodybuilding-Community eigentlich keine Vorteile. Also kein Chef würde sagen, Herr Bossert, jetzt haben Sie 50 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, fantastisch, stelle ich Sie ein. Beförderung, ja.
Das passiert eigentlich nie. Mhm. Auch auf dem Partnermarkt steigen ihre Chancen. Nicht zwingend, wenn sie jetzt irgendwie so ein 30 Kilogramm Muskelmasse noch draufgepackt haben. Also das geht alles nicht auf. Insofern, da gibt es die Bodybuilding-Subkultur, die eigentlich bis heute eine Subkultur geblieben ist. Aber worum geht es? Es gibt den Fitness-Mainstream. Ja, eben, die psychologische Erklärung kann ich nie geben. Bodybuilder sind tatsächlich erstmal Menschen, die unabhängig von der individuellen psychologischen Verfasstheit nach Intensität streben, die nach etwas streben, was nicht normal ist, ja, was außerhalb also so der Mehrheitsgesellschaft steht. Mhm. Und das ist etwas, was mich interessiert und was mir erstmal grundsätzlich imponiert. Mhm. Also wenn jemand das wagt, auch wenn jemand die Energie aufbringt, etwas zu machen, von dem eben 90% der Menschen sagen, das ist doch sinnlos. Warum sollte man das machen? So hat man früher über die Künstler gesprochen, die die schwarze Quadrate gepinselt haben. Ja? Mhm. Warum malt dieser Mensch nur schwarze Quadrate? Was soll das? Ein Dreieck vor grünem Hintergrund? So what? Mhm. Ja? Das wird interessant. Ach, so ein Affront, ein Protest gegen diese instrumentelle Vernunft, dass alles einen Zweck haben Absolut. Muss. So. Mhm. Genau, ja. Aber andererseits sieht man am Bodybuilding auch, dass sozusagen die Optimierung, wenn man sie übertreibt, ja. dann kann sie ja, ja. kippen ins Gegenteil. Man genau. kann sich kaum noch bewegen, man kann überhaupt nichts mehr machen. Genau. Also da könnten wir philosophisch gesprochen mit Engels sagen, irgendwann kippt eben Quantität in Qualität. Also wenn ich mich zu sehr optimiere, wenn ich zu viel trainiere, mhm. dann erreiche ich ja genau das Gegenteil von dem, was vielleicht ursprünglich mal meine Intention gewesen ist. Und das ist ganz interessant, weil das verweist auf unseren Begriff von Normalität. Fitnesstraining, Selbstformung, Selbstinszenierung, das ist heute normal. Ja. Bodybuilder gelten allerdings als nicht normal. Mhm. Dabei machen sie eigentlich nichts anderes als das, was wir alle irgendwie machen. Wir arbeiten alle ein bisschen an uns, wir inszenieren uns, wir drapieren die Haare, wir gehen ein bisschen ins Gym oder zum Kiesertraining oder ins Yoga. Die Bodybuilder machen das Gleiche, aber sie machen es exzessiv. Und quasi, wenn ich das steigere, quantitativ steigere, erzeugt es eine neue Qualität. Mhm. Und sehen Sie diese Kippbewegung auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen heute, wo die Optimierung ja. ins Dysfunktionale? Absolut. Ernährung ist das beste Beispiel. Das meiste, was heute über Ernährung verzapft wird, jetzt mal außerhalb der Wissenschaft, ist ja eigentlich krude Esoterik. Also wenn ich mir beginne, mich mit 50% meines Lebens mit Ernährung zu befassen, welches Superfood ich jetzt noch ausprobieren sollte und welche seltene Grünkohlsorte mein Leben um 12 Minuten verlängert, ja, dann ist das für mich etwas Dysfunktionales, eine Einbuße auch an Lebensqualität und eben hochgradig esoterisch, denn wir wissen ja gar nicht, wie der Körper genau auf welche Nahrungsmittel reagiert. Also mein individueller Körper, ob die Stoffe wirklich so aufgenommen werden, die Bioverfügbarkeit, all das ist überhaupt nicht geklärt. Der Körper ist unendlich komplex. Und also gerade mit Blick auf Ernährung, finde ich, da haben wir heute eigentlich eine wahnsinnige Dysfunktionalität, wo es eben kippt, ja, wo es ins Gegenteil des Angestrebten kippt. Und wo sehen Sie die Ursachen dieses Ernährungshypes, dieser Fixierung auf Ernährung? Also da würde ich tatsächlich sagen, da fehlt vielleicht ein anderer Sinnhorizont. Also wenn ich ein Projekt habe, wenn ich eine Idee habe, wenn ich ein Anliegen habe, das mir sehr, sehr wichtig ist, für das ich tatsächlich bereit bin, auch Opfer zu bringen, dann fahre ich vielleicht eben meinen Superfood-Konsum ein bisschen zurück, um mich diesem ernsten Anliegen zu widmen. Mhm. Wenn ich aber solche Anliegen gar nicht habe und quasi komplett auf mich selbst zurückgeworfen bin, das ist ja eigentlich eine Schreckensvision des Neoliberalismus, dann habe ich eben nur noch mich selbst, vielleicht mein Job, mein Wohlbefinden. Mhm. Und das ist etwas, was, ja, das würde ich und auch gesellschaftlich dysfunktional laufen lassen. Mhm. Mhm. Wenn es ethisch ist, wenn es moralisch motiviert ist, ist es wieder was anderes. Also wenn ich tatsächlich dann vegan werde aus Gründen des Tierschutzes und so weiter, das ist eine andere Dimension. Mhm. Wenn es nur noch um mich und meine Gesundheit geht, wenn es mir nur noch darum geht, 5 oder 10 Jahre älter zu werden, warum denn? Mhm. Wenn ich gar nicht weiß, wofür. Mhm.
Ja, man hat wirklich den Eindruck, der Körper ist im Neoliberalismus angekommen. Mhm. Mich würde interessieren, so ein bisschen geschichtlich zurückzugehen, wann das angefangen hat, dass man sozusagen, dass der fitte Körper ein Symbol war für die Leistungsfähigkeit, für den Arbeitsmarkt und so. Wann hat das begonnen? Ja, da gibt es sehr interessante und erhellende Studien von Warren Sussman. Das war ein US-amerikanischer Historiker, der diagnostiziert hat, dass so um das Jahr 1900 herum sich in Amerika etwas verändert hat, nämlich die Abkehr von dem, was er a culture of character, die Kultur des Charakters genannt hat, hin zu einer culture of personality, der Kultur der Persönlichkeit. Der Charakter verweist auf das Innere, auf quasi meine moralische Einstellung, meine Haltung, Sittsamkeit und so weiter. Wohingegen die Personality, die Person, das kommt von der griechischen Persona, ja, ist eigentlich die Maske, die ich trage. Persona ist die Maske. Und Sussman sagt, in der jüngeren kapitalistischen Ökonomie zählt vor allem so diese Salesman-Personality. Offen sein, cool sein, gut rüberzukommen, kommunikativ zu sein. Mhm. Und im Zuge dieser Verlagerung der Aufmerksamkeit hin zur Culture of Personality, würde ich sagen, ist auch der Körper in den Fokus gerückt. Ja. Das heißt, wenn ich fit und dynamisch rüberkomme, dann nimmt man mir vielleicht ab, dass ich fit und dynamisch ein Unternehmen lenke. Ja. Oder dass ich eben, wie wir vorher schon gesagt haben, belastbar bin und so weiter und so fort. Also das scheint mir so vom ökonomischen Hintergrund Rauschen ein wichtiger Faktor zu sein. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die angloamerikanische Popkultur, die eine sehr körperzentrierte Kultur ist, wo es auch darum geht, eben sich zu exponieren, auch den Körper zu feiern, die Körperlichkeit zu feiern, was erstmal was Positives ist. Und da waren so die 60er und 70er Jahre ausschlaggebend. Das heißt, wir haben auf der einen Seite neue Bewegungen, die also gegenkulturell sind, wo es um eine quasi auch befreite Körperlichkeit ging. Also diese Hippie-Zeit war das, Hippie-Zeit, oder? Absolut. Mhm. Die sich dann aber verbunden hat mit der kapitalistischen Ökonomie. Und viel auch von dem Gegenkulturellen ist eingeflossen in die heutige Wirtschaft. Hin zu dem, was Soziologe Reckwitz die Gesellschaft der Singularitäten nennt. Also, dass es darum geht, jeder kuratiert sein Leben, inszeniert sich als etwas Einzigartiges in Social Media beispielsweise. Und ich glaube, da all das kommt zusammen und all das hat den Körper zu etwas Wichtigem gemacht als eine Visitenkarte des Selbst. Ich glaube, es war Gabriele Klein, die einmal diesen schönen Begriff gebraucht hat. Ja. Visitenkarte des Selbst. Ja, das sieht man auch bei amerikanischen Präsidenten zum Absolut. Beispiel, wenn man bei Ronald Reagan in den 80er Jahren, wir haben hier das Bild, auch als Visitenkarte seiner politischen Kompetenzen wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Also das ist eben, es ist Performance, nicht? Ja. Also, dieser Mann performt. Arnold Schwarzenegger hat da viel von Reagan kopiert, hat viel von ihm aufgegriffen und weiterentwickelt. Und auch seine Politik war eigentlich eine Politik eines freundlichen Populismus, wo es um so getting things done ging. Mhm. Ja? Also quasi kräftig, tatkräftig, dynamisch, etwas zu tun. Und Reagan hat es in den 80er Jahren eigentlich antizipiert. Das sieht man auch nicht, also im Gesicht, das Gesichtsdesign der amerikanischen Präsidenten ist da ganz interessant. Auch da, also so 3 bis 5 Tage Bärte, es wäre No-Go bis heute für amerikanische Präsidenten, sondern es ist quasi frisch, dynamisch, jung, offen, westlich, frei. Das sind diese glatten Gesichter und dazu kommt dann im Idealfall noch ein fitter Körper. In Amerika ist es ja üblich, dass die Ergebnisse der Gesundheitschecks der Präsidenten veröffentlicht werden, sodass das Volk weiß, aha, unser Präsident ist körperlich in der Lage, seinen Job zu machen. Zumindest körperlich. Zumindest körperlich, genau. Reagan trainiert hier an einer Maschine. Ja. Diese Symbolik von Maschine und Mensch, wie viel Transhumanistisches steckt denn eigentlich in diesem Fitnesstraining drin? Wie viel Wunsch, selbst zu einer Maschine zu werden oder zu etwas Besserem als nur ein Mensch? Ja, ich würde sagen, da steckt ziemlich viel Post- und Transhumanistisches drin. Es beginnt so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Menschen an Maschinen trainieren.
anfänglich noch aus therapeutischen, medizinischen Gründen, später dann aus Effizienzgründen. Also die Maschine ermöglicht es mir einfach sehr viel schneller und auch sicherer, also Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Und was jetzt im Fitnessstudio passiert, ist ja so eine Art Verschmelzung von Mensch und Maschine, zumindest temporär. Also Menschen spannen sich in Maschinen ein, arbeiten quasi mit Maschinen zusammen, um selbst zu wachsen, um sich zu transformieren. Und für mich sind das eigentlich Lektionen in Demut. Also man sieht, dass man quasi eigentlich nur mit Hilfe der Maschine in der Lage ist, so und so schnell diese und jene Resultate zu erzielen. Und diese Innigkeit von Mensch und Maschine, die sich da im Studio einstellt, die ist, glaube ich, sehr bezeichnend für eine Phase noch ein bisschen vor dem Neoliberalismus, bevor das so eine große Geschichte wurde. Weil was macht die Maschine? Die Maschine führt uns, sie stützt uns, sie hilft uns einig. Also ich habe die Trainingsmaschinen mal als Sozialstaat bezeichnet. Ja. Also das ist ein gelenktes, ein geführtes Training, wo uns quasi viel Arbeit auch abgenommen wird und wo vor allem das Risiko minimiert wird. Ja. Das Verletzungsrisiko an Maschinen ist sehr viel geringer als das Verletzungsrisiko im Teamsport, im wettbewerbsorientierten Sport und beim Training mit freien Gewichten. Okay. Mhm. Also insofern sehen wir da eigentlich eine symbolische Konstellation. Ja. Menschen arbeiten mit Maschinen zusammen, um über sich hinaus zu wachsen. Hm. Die Maschine als Sozialstaat. Ja. Aber es gibt ja jetzt, glaube ich, seit einigen Jahren auch einen Gegentrend hin zu diesem Functional Training, wo man eben ohne Maschinen trainiert, sondern so lebensnahe Übungen macht, wie Kniebeugen, Klimmzüge, Rennen und so weiter. Wie muss man das deuten? In der Tat ist es so, dass eigentlich das klassische Bodybuilding auf dem Rückzug ist. Also das klassische Maschinentraining, also gerade in den 80er, 90er bis in die frühen Nullerjahre, eigentlich sehr angesagt ist. Das gesamte Kiesertraining beruht weiterhin auf Maschinentraining. Zurzeit erleben wir einen Boom des sogenannten Functional Trainings. Und da würde ich tatsächlich sagen, das passt gut zu dem, was als Risikogesellschaft bezeichnet worden ist. Also es geht darum, dass ich wieder frei trainiere, Übungen mache, die Skills, Kompetenzen erfordern, wo ich mir auch mal was reißen kann oder was brechen kann. Mhm. Und wo ich vor allem auch mit dem eigenen Körpergewicht arbeite. Also ich arbeite nicht mehr quasi gegen den Widerstand der Maschine, nicht mehr gegen den Widerstand des Eisens. Ich arbeite nicht gegen etwas anderes, gegen etwas Nichtmenschliches, sondern ich arbeite an und mit und gegen mich selbst. Mhm. Und das passt ja durchaus gut zu diesem Narrativ, sei für dich selbst verantwortlich, kümmere dich um dich selbst und gehe auch Risiken ein. Da scheint mir das Functional Training gut reinzupassen. Und bleibe flexibel. Ganz genau. Bereite dich vor auf das Ungewisse. Ganz wichtiger Punkt, weil die Maschine steht eben an einem bestimmten Ort. Ich muss zum Gym gehen, wie ich in die Kirche gehen muss. Die Kirche kommt nicht zu mir. Der Altar kommt nicht zu mir und die Beinpresse kommt nicht zu mir. Okay, das heißt, diese Mobilität ist auch ein Stichwort. Und eben beim Functional Training ist eigentlich ein Training, das ich überall machen kann. Mhm. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ich habe kurz Zeit in der Mittagspause, zack, ich gehe in den Stadtpark und ich trainiere dort. Mhm. Also das alte Maschinentraining hat noch so ein bisschen was Träges und auch was quasi Verwurzeltes. Functional Training, be your own gym, hat das nicht mehr. Mhm. Ob ich im Flughafen bin, ob ich im Park bin, im Büro bin, überall soll trainiert werden können. Gleichzeitig ist das auch vielleicht so ein Retro-Trend. Das ist so, wie die Steinzeitmenschen irgendwie sich trainiert haben. Ich meine, da gibt's, wir haben über Ernährung schon gesprochen. Ja. Es gibt diese auch Steinzeit-Diäten, Rohkost und so. Mhm. Also es gibt auch, was den Körper angeht, diesen starken Retro-Trend. Absolut. Ist das so was wie eine Vorbereitung auf den kommenden Weltuntergang, dass man sich jetzt irgendwie stärkt und unabhängig macht? Ist gar nicht so abwegig, glaube ich. Also da ist durchaus vielleicht ein bisschen Apokalyptik und Angst drin in diesen Trends. Es geht ja von den Übungen, wenn man sich es genau anguckt, es geht zurück ins frühe 19. Jahrhundert. Mhm. Es sind wieder die Übungen von Turnvater Jahn. Turnvater Jahn hat in Deutschland
um 1800, also die Deutschen ja für den Kampf gegen die Franzosen trainiert, hat Turnplätze gegründet. Und die Übungen, die damals gepflegt wurden, wie man damals trainiert hat, das kommt zur Zeit wieder zurück. Also auch Medizinbälle zum Beispiel, also urwüchsiges Trainingsgerät, ist alles wieder da. Mhm. Und insofern halte ich das gar nicht für abwegig zu sagen, ja, da rüsten sich Menschen wieder für welche Kämpfe auch immer. Also ich bin Kirchgänger, ich gehe ins Gym. Ich möchte ins Gym gehen, ich trainiere an Maschinen, das ist mir sehr nahe. Auch dieses post- und transhumanistische Element, das ist mir sehr wichtig. Ja. Und dieses freie, anwendungsorientierte, auch so ein bisschen paramilitärische, das sehe ich mit einer gewissen Skepsis. Mhm. Was ja auch gerade so ein Trend ist, sind so Bootcamp-artige Trainingskonstellationen, wo dann ein Trainer eine Gruppe trainiert. Eben, ich sehe das morgens im Pfingstweidpark beispielsweise, wenn ich zur Arbeit gehe. Dann steht der Typ vorne und feuert an und brüllt auch ein bisschen rum und dann wird dann quasi in der Gruppe exerziert. Und ein Bodybuilding ist ja klassischerweise eigentlich ein Individualtraining. Also wo Menschen tatsächlich auch wirklich alleine trainieren können. Mhm. Henry Rollins, ein Musiker, ein Kraftsportler, das immer betont, I prefer to work out alone. Also dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst, das ist eigentlich etwas, was mir selber sehr wichtig ist. Sie sind ja auch Bodybuilder und Musiker. Ich habe das schon angetönt in der Anmoderation. Mhm. Also Sie sind Heavy-Metal-Musiker seit längerer Zeit, haben eine Band oder ein Duo, das heißt Malmzeit. Ja. Sie beschäftigen sich aber auch sozusagen kognitiv, geistig mit dem Heavy-Metal. Mhm. Aber wir möchten uns trotzdem mal ganz kurz anhören, wie das so klingt, wenn Sie auf der Bühne sind. Sages, have you what sages? Don't sage the wind. Don't sage the wind. And forget you're a part of the sea. God's will is a mist, a cloud of sea. That is all just astrology. You're a figure in a cabinet. Ja, Heavy Metal mit Hemd im Sitzen. Wie viel Ironie steckt in dem Ganzen? Also mir ist es ja immer ernst mit der Ironie. Mit der Ironie ist ja eine Haltung. Also Ironie sagt, ich weiß, dass die Dinge auch anders sein könnten. Ich sehe da eine Differenz. Also ich komme da stark aus der frühromantischen Ironie raus, wenn Sie so wollen. Das müssen Sie kurz erläutern. Also bei Frühromantikern war es ja so, dass man gesagt hat, das ganz kurz zusammenzufassen, man kann die Welt eben auch anders sehen. Ja? Also es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und wenn ich etwas ironisch tue, dann tue ich etwas, meine es aber anders. Mhm. Ja? Also ich mache etwas ganz, ganz betont ernsthaft, dabei ist es eigentlich lustig gemeint und umgekehrt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Gestus der Freiheit. Ja? Also ich versklave mich nicht einem bestimmten Code, einem bestimmten Zeichensystem, wo jedes Zeichen ganz klar an eine Bedeutung gekoppelt ist, sondern Ironie ist eigentlich erstmal eine Geste der Freiheit, wenn Sie so wollen. Mhm. Und bei Malmzeit war das eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir lieben Heavy Metal. Also das ist die Musik, mit der wir aufgewachsen sind. Ich habe meine erste Metalband, wann war das? Ich bin mit 13 Jahren in die erste Metalband eingetreten, stand mit 14 Jahren zum ersten Mal auf Bühnen. Und es ist eine Musik, die mir sehr nahe ist. Mhm. Und es ist eine Hassliebe, wenn Sie so wollen. Weil natürlich ist Heavy Metal klischeehaft und es ist peinlich und es ist over the top und die Gesten sind immer ein bisschen zu groß für das, was eigentlich da ist. Aber gleichzeitig finde ich, man kann ja eigentlich nur Dinge lieben, die irgendwo ein bisschen gebrochen sind. Man kann Dinge nur auf ironische Art und Weise lieben. Man liebt etwas, obwohl es auch so und so ist. So wie man auch Menschen liebt. Man sagt, ja, man liebt sie nicht vollumfänglich für alles, sondern weil sie das haben und das andere ist eben auch noch da. Und so ist es beim Heavy Metal auch. Was wir mit Malmzeit eigentlich versuchen,
könnte man als eine Form von Entkörperlichung des Metal bezeichnen. Also Metal ist eine sehr körperorientierte Form der Popmusik. Da geht es eben, es geht um Kraft, es geht um Macht, es geht um Selbstermächtigung. Es geht auch darum, quasi in dieser Lärmwand zu bestehen. Das verbindet das auch ein bisschen mit dem Bodybuilding und mit diesem Körperkult, genau. Oder? Genau. Ich finde, das ist die Größe der Geste, auch quasi der Versuch, eben einer großen Belastung standzuhalten, also unter dem Gewicht standzuhalten und vor den Marshall-Boxen bei bestialischer Lautstärke standzuhalten. Das wäre dann Heavy Metal. Was wir mit Malmzeit machen, ist, wir setzen uns hin. Also wir setzen uns zum Metal-Spielen auf eine Couch. Wir trinken aus Porzellantässchen Tee, am besten aus organischem Anbau. Alle Texte dieser Songs, die wir spielen, das sind eigene Songs, die handeln vom Wetter. Also das war uns ganz wichtig, weil die anderen beiden großen Themen des Heavy Metal, also Sex und Tod, die sind ja schon hinreichend behandelt worden. Mhm. Also da lässt sich nicht mehr viel hinzufügen. Aber das Wetter, also das dritte große Thema, das uns alle betrifft und alle verbindet, ist eigentlich streiflich vernachlässigt worden im Metal. Also singen wir über das Wetter. Man versteht es nicht wirklich, weil geschrien wird und es ist natürlich auch meistens schlechtes Wetter. Aber grundsätzlich ist es ein Versuch, quasi diese aufdringliche Körperlichkeit des Metal, ja, oder, also manche würden sie als aufdringlich empfinden, zurückzufahren und eine Form von Metal zu machen, die tatsächlich ironisch gebrochen ist, aber die ernst gemeint ist. Also das ist nicht einfach ein Gag oder ein Witz, wir veralbern Heavy Metal nicht, sondern wir bringen den auf eine Form, wo wir sagen, das sind ein paar Klischees weniger und das Beste Metal bleibt. Ja, und das ist bezeichnend für das, was Sie eigentlich immer auch tun in der Forschung. Also Sie unterscheiden nicht zwischen Hochkultur und Popkultur, sondern Sie irgendwie beackern alle Felder und schreiben zum Beispiel auch über Bärte und Gesichtsbehaarung und Intimbehaarung. Als Kunsthistoriker etwa dieses Buch hier, Anything Grows, mit dem schönen Titel. Jetzt haben wir viel über Muskeln gesprochen, über Körperkult. Und es gibt ja noch andere Trends, eben diese Hipster-Bärte zum Beispiel, sieht man plötzlich, also seit einigen Jahren wieder. Mhm. Wir haben hier mal zwei Beispiele ausgesucht von ganz unterschiedlichen Bärten. Mhm. Vielleicht können Sie kurz sagen, woher dieser Barttrend eigentlich kommt, wie Sie den deuten. Mhm. Ja, der Barttrend. Das Buch, das wir herausgegeben haben, Anything Grows, war eigentlich eine Reaktion, also eine Form von quasi intellektueller Notwehr auf den Barttrend, weil eben, wie wir alle wissen, seit 10, 20 Jahren grob, der Bart eine fulminante Renaissance erlebt hat. Und wir irgendwie das Gefühl hatten, ja, alle tragen jetzt Bart, aber niemand fragt, warum. Wir haben uns gefragt, wo kommen eigentlich spezifische Barttypen her? Was bedeuten bestimmte Bart-Ikonografien, wenn man so will? Also was ist der Unterschied hinsichtlich der Bedeutung eines Rauschebarts, wie wir ihn hier sehen, oder eines Hipster-Barts, wie wir ihn auf der anderen Seite sehen? Und was sind die Bedeutungen? Eben, also um auf die Frage kurz zurückzukommen, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, es hat viel mit Identitätspolitik zu tun, also mit dem Bedürfnis, wieder eine Identität auszudrücken. Der Bart ist ein sehr starker Identitätsmarker, er ist sehr präsent. Mhm. Er ist eben im Gesicht, das ist anders als ein Tattoo auf dem Oberarm, das oft verdeckt ist, oder eine beeindruckende Bauchmuskulatur, die man zumindest in unseren Breitengraden nicht ständig sieht. Also der Bart ist sehr, sehr prominent. Er hat sicherlich etwas damit zu tun, dass es ein neues Bedürfnis gibt, quasi Männlichkeit auszudrücken. Das ist quasi eines der letzten Merkmale, was Männer von Frauen unterscheidet. Ja. Mhm. Von den meisten zumindest. Also ich glaube, Identität ist ein wichtiges Stichwort. Und ansonsten, glaube ich, hat das auch viel damit zu tun, dass wir in so multipolaren Zeiten heute leben. Wenn man es ein bisschen runterbricht, könnte man sagen, eigentlich bis um das Jahr 1990 herum gab es so eine relativ klare Aufgabenteilung. Der Westen war weitestgehend bartlos. Also die amerikanischen Präsidenten hatten wir erwähnt. Sie signalisieren ihre Modernität durch Bartlosigkeit. Mhm. Der Papst in Rom ist bartlos. Das ist Rom, das ist quasi die katholische Moderne, wenn man so will.
Orthodoxe Priester im Osten hingegen tragen Rauschebart. Diktatoren tragen eigentlich immer Bärte. Also das war so die ungefähre Aufgabenteilung eigentlich in der Zeit, in der die Welt bipolar organisiert war, aufgrund eines binären Codes. Fortschrittlich, westlich, liberal, das war quasi das Bartlose oder mit so ein paar kleinen ironischen Bärtchen. Und auf der anderen Seite quasi das etwas urwüchsigere, traditionellere. Mhm. Und diese bipolare oder binäre Ordnung ist, wie wir alle wissen, aufgebrochen. Wir leben in einer hybriden Übergangszeit und insofern überrascht es nicht, dass in dieser hybriden Übergangszeit eben auch die Bärte zurückgekommen sind als eine Selbstgestaltungsoption unter vielen anderen auch. Mhm. Einerseits, dieses Hybride spiegelt sich ja darin, dass ein Bart etwas Urwüchsiges ist, aber gleichzeitig ist er heute sehr gepflegt. Es gibt viele Bartpflegeprodukte wie diesen Wachs und so weiter. Also es ist einerseits wieder dieses Retro oder dieses Ursprüngliche, männliche vielleicht auch, aber dann auch zu zeigen, ich pflege mich, ich nehme mir Zeit für meinen Körper. Ganz genau. Also das ist ja eigentlich ein Charakterzug der westlichen Moderne. Jede Modernisierungsbewegung war immer mit einem ganz gezielten Rückgriff auf ältere Vorbilder verbunden. Und insofern kann ich vielleicht durch den Bart heute wie dialektisch meine Modernität betonen. Also ich trage eben Anzug oder ein sehr ausgefallenes Hipster-Outfit mit diesem urwüchsigen Restbestand. Damit hat sich eigentlich etwas ins Gegenteil verkehrt, was über viele Jahrhunderte und Jahrtausende gängig war. Nämlich die Oberschicht hat sich rasiert. Die Oberschicht, das waren die Rasierten, die Aristokraten, die Patrizier, die hatten die Zeit, die hatten die Mittel. Und die, die sich nicht rasieren konnten, das waren die weniger Privilegierten. Die hatten überhaupt nicht die Möglichkeit. Erst mit der Erfindung von Sicherheitsrasierklingen war es überhaupt möglich, dass sich breite Bevölkerungsschichten rasieren. Und heute hat sich das eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Ich kann meine Modernität, meine Hipness eben durch den Bart ausdrücken und auch einen gewissen Status, ja, durch den Bart, wohingegen eben früher also die Rasur eigentlich ein Statussymbol war. Und heute ist es aufwendiger, einen gepflegten Bart zu tragen als rasiert. Ganz genau, ganz genau. Was bedeutet eigentlich Ihr kleiner Bart hier an der Unterlippe? Ja, das ist so ein Alibi-Bärtchen. Ich habe eine Zeit lang auch Ziegenbart getragen und so weiter, aber bin davon abgerückt, einfach weil mich der Trend auch genervt hat. Das ist ein Dizzy Gillespie-Bart, das ist eigentlich ein Jazz-Bart, also der stammt oder wurde geprägt von Dizzy Gillespie, dem Jazzmusiker. Und wenn man sich diesen Bart in der Jazzgeschichte anschaut, dann sieht man, er markiert eigentlich den Übergang vom süßlichen Swing zum Bebop. Und der Bebop ist mir im Jazzbereich sehr nahe. Und insofern habe ich mich für diesen Dizzy Gillespie-Bart entschieden. Auch natürlich, weil er sehr unaufwendig ist. Und es gibt ein fantastisches Interview mit Fidel Castro, wo er zu seinem Bart befragt wird. Ja. Und er sagt, naja, also sinngemäß, die Revolution wäre vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich zu viel Zeit für meine Bartpflege verwendet hätte. Ja. Also er hat da diesen eher wucherigen Bart gehabt. Und da sieht man nicht, er hat sein Leben in den Dienst der Revolution gestellt und deswegen ist er nicht zur Bartpflege und zum Rasieren gekommen. Ja, wir rasieren uns ja heute schon, auch die Männer. Viele davon, nämlich irgendwie an der Brust, im Intimbereich und so weiter, ist auch ein Riesentrend. Ja. Was kann man darüber sagen? Ist das eine Sehnsucht nach Jugendlichkeit zurück oder was passiert da? Es wurde ja schon sehr viel darüber gesagt. Dass, die am stärksten verbreitete These ist allgemeine Pornografisierung. Ich habe vor einigen Jahren mal eine andere These aufgestellt, die spekulativ ist, aber ich glaube, es ist zumindest bedenkenswert, nämlich dahingehend, dass diese rasierten Körper eigentlich posthistorische Körper sind. Sie passen eigentlich zu dieser Diagnose, die Francis Fukuyama im Übergang 80er Jahre zu 90er Jahren aufgestellt hat. Der amerikanische Politikwissenschaftler, genau. Der auch schon zu Gast war hier im Studio. Genau. Ja. Dass wir eigentlich quasi ein Ende der Geschichte erleben. Ja, also die Geschichte ist irgendwo zum Innehalten gekommen. Liberalismus, Kapitalismus, Demokratie, das war's. Mehr gibt's nicht. Das genügt auch. Und diese Körper passen, also diese Entharten, sind eigentlich zeitlose Körper. Ja.
ist quasi, an denen perlt alles ab. Das sind Teflonkörper. Teflonkörper. Ja, die sind quasi der Zeit und den Fairnessen der Zeit entrückt. Es sind eine himmlische Körper, wenn Sie so wollen. Ja. Es sind die Körper von der antiken Statuen, wenn Sie so wollen. Es sind die Körper von Engeln, wenn Sie so wollen. Und, aber auch die Körper von Pornodarstellern. Genau. Muss man schon sagen. Was immer das jetzt auch über die Pornodarsteller, Engel und den Himmel aussagt. Nein, aber ich wollte einfach diese Dimension noch mit in den Diskurs bringen, dass wenn Sie in die Theologie schauen, gibt es natürlich dieses Versprechen, etwa bei Thomas von Aquin, dem scholastischen Theologen des Mittelalters, dass wenn wir gut gelebt haben und dann ins Jenseits kommen, wir perfekte Körper haben. Wir haben immer noch Körper, also es gibt die Auferstehung des Fleisches. Mhm. Aber das werden eben Körper sein, die nicht mehr altern. Es werden Körper sein, die sich nicht mehr vermehren müssen. Es sind Körper, die nicht mehr essen müssen. Und so, ich stelle mir diese Körper so ähnlich vor wie diese ganz Körperentharten, die wir heute haben. Und vielleicht ist das auch so eine kryptotheologische, kryptoreligiöse Dimension, die damit reinspielt. Aber dazu passen ja nicht die Tattoos, die auch sehr verbreitet sind. Bald ist wieder Frühling und man wird sie überall sehen. Ein unglaublicher Trend. Also ja. Ich weiß nicht, wie viele, ich kenne die Statistiken nicht, aber sehr viele Personen tragen Tattoos. Ja. Und das ist ja eigentlich eine Verletzung dieser Reinheit des Körpers. Absolut. Ich kann eine Anekdote erzählen in diesem Zusammenhang. Mir ist es schon einmal passiert, dass ich im Fitnesscenter unter der Dusche stand. Ein anderer kam rein, hat mich angeguckt und hat gesagt, krass, kein Tattoo. Ja? Mhm. Also man fällt manchmal schon auf, weil man nicht tätowiert ist. Mhm. Es ist begründungspflichtig, nicht tätowiert zu sein. Es erzeugt eine gewisse Irritation. Aus einer bildwissenschaftlichen Sicht könnte man spekulieren, auch das ist eine Spekulation, dass die Bildproduktion vermutlich am eigenen Körper begonnen hat, irgendwo in grauer Vorzeit. Ja? Also dass Menschen begonnen haben, zum Beispiel ihre Haut zu bemalen, Status zu markieren durch Tattoo-ähnliche vor den Höhlenmalereien die Körperbemalung. Genau. Und das ist eine bildanthropologische These, die durchaus eine gewisse Plausibilität hat, dass sich im Laufe der Geschichte quasi die Bilder vom Körper immer weiter weg, zum Beispiel an die Höhlenwand, irgendwann an die Museumswand oder den Fernseher verlagert haben. Also die Bewegung ist tatsächlich, das Bild entfernt sich vom Körper. Und was wir jetzt sehen, was wir eigentlich seit dem 19. Jahrhundert beobachten können, ist eigentlich die Rückkehr der Bilder auf den Körper. Also im 19. Jahrhundert beginnt man quasi im Fitnesscenter zu trainieren, also sich selbst eigentlich zum Bild, zur Skulptur zu formen. Und im Zuge dessen, was der Medientheoretiker Marshall McLuhan The Global Village genannt hat, ja, also das Zusammenwachsen der Welt zu einem globalen Dorf, kehren auch die Körperbemalungen, kehren die Tattoos zurück auf den Körper. Wir markieren Status, wir markieren Identität direkt auf dem Körper, ja, was man früher mit Moden gemacht hat oder mit Haartrachten, mit Applikationen. Mhm. All das kommt jetzt direkt auf den Körper. Und ich glaube, da gibt es ein großes Bedürfnis tatsächlich nach körperlicher Präsenz, was wir am Anfang angesprochen hatten, nach etwas Konkretem, etwas Spürbarem, etwas, was uns ganz nahe ist. Also das Bild soll nicht mehr so weit weg sein von mir. Das Zeichen soll nicht mehr nur da draußen sein, sondern es soll nah bei mir sein. Also vielleicht geht es auch darum, um so eine Rückerlangung der Kontrolle. Ja? Hm. Ich habe das Bild bei mir. Es hängt nicht an der Wand, das kann nicht abbrennen oder verloren gehen, es ist da. Mhm. Aber andere Bilder versenden wir in die ganze Welt. Absolut. Nämlich die Selfies, die wir machen, von uns, von Gesichtern, vom Körper. Wir schauen da mal ganz kurz rein, damit wir so ein bisschen spüren, was da abgeht. Mit diesen Selfies und mit diesen, also wenn man auf diesen sozialen Medien unterwegs ist, auf Instagram und so, diese Bilderflut. Mhm. Ja, hier kam noch die Schönheitsoperation oder dieses Botox mit ins Spiel. Das wäre ein eigenes Thema.
Aber was sagt der Kunsthistoriker zu dieser Flut an Selfies und Selbstdarstellungen im Netz? Also es wird ja gerne belächelt, wie Sie vorher schon gesagt haben, ich differenziere zwar durchaus zwischen High und Low, aber jetzt nicht zwischen reiner Unterhaltungskultur und reiner Hochkultur. Ich würde die Selfie-Kultur durchaus als eine ernstzunehmende Kultur betrachten, wo es eigentlich erstmal darum geht, sich in eine allgemeine Bildsprache einzuschreiben. Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich hat bereits von Selfies als einer neuen Weltsprache gesprochen. Also da ist eine globale Bildkultur entstanden, an der ich durch das Einfügen, durch das Produzieren von Selfies Anteil habe. Also es ist erstmal eine relativ demokratische Geschichte, wie auch immer man die bewertet, ob man die für originell und relevant oder was auch immer erachtet. Aber es ist eine globale Bewegung. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um das Selbst im Selfie, sondern es geht eigentlich darum, Teil dieses Ganzen zu werden, also Teil einer Selfie-Kultur zu werden. Weil das Selfie ist ja erstmal als Selfie erkennbar und dann erst quasi sieht man das selbst auf dem Selfie. Aber alle sagen erstmal Selfie. Naja, also für mich steckt da schon viel Narzissmus dahinter und auch viele Gefahren, eben wenn man, wenn diese optimierten Selbstbilder zur Norm werden. Und darunter leiden ja auch viele Jugendliche. Absolut. Also eben originell ist das Ganze nicht wirklich, oder? Es ist immer die gleiche Distanz, es sind die gleichen Apparate. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Avantgarden im Selfie-Bereich. Es gibt Leute, die andere Selfies aufnehmen. Es gibt Leute, die Selfies kommentieren, sich darüber Gedanken machen. Ich glaube, das ist so, wenn man es jetzt kunsthistorisch betrachtet, das ist so eine neue Salonkultur. Da wird quasi eine Form von Homogenität erzeugt, da wird eine Form von Normalität erzeugt, wie es immer schon der Fall war in irgendwelchen Bildkulturen, in öffentlichen Kulturen. Aber es ist eine optimierte Normalität, die auch einen Druck aufsetzt für viele. Ja. Wobei bei den Selfies bin ich gar nicht so sicher, ob es da tatsächlich um Optimierung geht, weil das Selfie ist wirklich ein Casual-Format. Also das kann man flüchtig machen, dafür muss ich mich nicht perfektioniert haben, ich style mich nicht nicht zwingend ewig, sondern Selfies werden auch ganz also kurz, spontan mal aufgenommen und gepostet. Mhm. Also ich würde da immer differenzieren. Es gibt innerhalb der Selfie-Kultur dann doch eben wieder eine Hochkultur, wenn Sie so wollen. Und es gibt quasi eine Form von spielerischer, Casual Culture, könnte man das nennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das Ganze ausdifferenziert. Ja. Es beginnt immer mit diesen Normalisierungsversuchen, Homogenisierungsversuchen. Dann gibt es welche, die brechen aus, die formen Subkulturen. Und tatsächlich, ich glaube, dieser Narzissmus hat nicht so viel mit Selbst zu tun. Also es ist eigentlich ein selbstloser Narzissmus. Denn es ist nicht wahnsinnig originell. Ich inszeniere mich nicht selbst. Und das Selfie wird eigentlich erst dann ein Selfie, wenn es sich in diese digitalen Zirkulationsströme einspeisen lässt. Ja, davor nimmt niemand davon Kenntnis. Letzte Frage, Herr Scheller. Ja. Sie sind eine sehr vielfältige Persönlichkeit, wie wir gesehen haben. Sie sind Professor, Muskelprotz, zumindest Teilzeit-Bodybuilder. Teilzeit-Bodybuilder, lass genau, ich gelten. Heavy-Metal-Musiker, Publizist. Wenn Sie ein Selfie machen müssten von sich, was wäre darauf zu sehen, damit Ihre Person am treffendsten abgebildet ist? Ich hab vor einiger Zeit eine Serie gemacht auf Twitter, die hieß Selflessy. Und das waren einfach Selfies, die ich von mir aufgenommen habe, aber immer am Kopf vorbei fotografiert. Also ich habe mich vor irgendwelchen Dingen fotografiert und immer ganz genau hier vorbei. Das wäre das ideale Selfie für mich. Sehr schön. Herr Scheller, vielen herzlichen Dank für diese Stunde. Dankeschön. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Nächste Woche spricht Barbara Bleisch mit Helene Klar, der meistgefürchteten Scheidungsanwältin Österreichs. Die meint, besser eine Ehe ohne Liebe als eine Scheidung ohne Geld. Und jetzt gleich gibt's Kunst hoch zwei, ein Filmporträt zweier Künstler. Diesmal über den Schriftsteller Thomas Mayer und den Filmemacher Michael Steiner. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.